So, dritter Teil. Wir haben ein bisschen die Farbe geändert, denn jetzt kommen wir zu den Triathlon Awards. Also darum, warum wir ja auch hier versammelt sind. Wer waren die besten Rennen? Wer waren die besten Athleten? Ich darf einen Tick um Ruhe bitten und vielleicht auch die Letzten sich noch hinzusetzen, damit wir hier gemeinsam auch den Rahmen für die Stars schaffen, die in diesem Jahr wirklich voll überzeugt haben. Dafür brauchen wir den Mann, der mit seinem Team überhaupt diese Wahl erst einmal durchgeführt hat. Und das ist der Herausgeber des Triathlon-Magazins. Herzlich willkommen, ihr Applaus für Frank Wechsel. Hab ich. Schön, dich zu sehen. Wir freuen uns auch, dich zu sehen. Und wir wissen, dass diese Wahl ja mittlerweile eine große Tradition hat. Es werden immer mehr Triathleten. Werden es denn hoffentlich auch bei euch immer mehr die Lust haben, bei der Wahl mitzumachen? Es wird zumindest immer anstrengend, das auszuwerten. Wir hatten über 40.000 Stimmen. Das habe ich nicht alleine gemacht, das hat das ganze Team gemacht. Vielen Dank nochmal dafür. Ich weiß, welche Kategorien Spaß machen. Ich weiß, welche auch sehr anstrengend sind. Die habe ich nicht machen müssen. 40.000, die mitgemacht haben. Ich hoffe, ihr wart fast alle mit dabei. Denn das ist schon eine Wahl. Ich glaube, wenn man so auf die letzten Preisträger guckt, die wir dort hatten, da kann man sich schon was drauf einbilden, weil das ist ja keine Fachjurywahl, wobei mittlerweile die Triathlon-Fans eigentlich alle eine Jury haben, sondern es ist eine Publikumswahl. Und ich glaube, das macht diesen Preis ja auch deshalb so ein bisschen besonders. Ja, auf jeden Fall. Wir haben eigentlich nur in der Kategorie des Aufsteiger des Jahres eine Vorauswahl gemacht, weil wir schon mal den gleichen Athleten des Jahres wie Aufsteiger hatten. Aber wir wissen auch, dass Aufsteiger, die hier als Aufsteiger auf der Bühne standen, später mal als Athlet da standen. Also vielleicht ist das ja für den einen oder anderen, der hier nachher noch auf der Bühne stehen wird, eine kleine Herausforderung. Wir kommen auch zu dieser Kategorie gleich, starten aber mit der Kurzdistanz. Sprint und Kurzdistanz 2018. Hier sind die Plätze 10 bis 4 und die drei Nominierten für den Sieg. Meine Damen und Herren, hier sind die Plätze 10 bis 4 der Kategorie Sprint und Kurzdistanz. Auf Platz 10, Dreikampf in der Hauptstadt beim Berlin-Triathlon. Weiter geht es in Bayern. Die Kurzdistanz des Chiemsee-Triathlons landet auf Platz 9. Wir bleiben im Süden, Platz 8 für den Stadttriathlon Erding. Die Rheinmetropole auf Platz 7, der T3-Triathlon von Düsseldorf. Platz 6 verdient sich ein Klassiker, der Römerman in Ladenburg. Der Triathlon Ingolstadt landet in ihrer Wahl auf Platz 5. Auf dem 4. Platz die harte Kurzdistanz des Allgäu-Triathlons. Und hier sind die besten drei im Rennen um den Titel Sprint und Kurzdistanz des Jahres 2018. Der größte Triathlon der Welt findet im Norden statt. Der Hamburg Wasser World Triathlon zieht Jahr für Jahr 10.000 Sportler an. Im Triathlon-Landkreis Roth gibt es nicht nur die Challenge, sondern auch den Rothsee-Triathlon. Eines der ältesten Rennen des Landes und eines der beliebtesten. Vom Langener Waldsee auf die Zeil. Wo liegt in Ihrer Gunst die Kurzdistanz des Frankfurt City Triathlons? Frankfurt, Rotsee Triathlon oder Hamburg, der größte Triathlon der Welt? Du bekommst den Umschlag. So ein bisschen wie Oscar-Verleihung. Da freue ich mich jedes Jahr drauf. Falscher Umschlag, nein, das wollen wir nicht hoffen. Das haben wir zum Glück noch nicht gehabt. Sieger 2018 in der Wertung Sprint und Kurzdistanz ist der ITU World Triathlon Hamburg. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2 der Rotsee Triathlon, auf Platz 3 der Frankfurt City Triathlon. Alles drei große Rennen. Und ich sehe den Geschäftsführer aus dem Hause Ironman und dementsprechend auch verantwortlich für das Rennen in Hamburg zu uns kommen. Herzlich willkommen, Oliver Schiek. Das ist sein Applaus. Gratulation. Olli, gratuliere. Ja, nimm das Mikro. Und wir können ja festhalten, das ist für viele jetzt keine ganz große Überraschung, ihr seid der größte Triathlon. Aber auch der beliebteste, man darf das ja nicht verwechseln, also nur weil man groß ist, muss man ja nicht automatisch eben auch so viele Fans haben. Ihr schafft das Jahr für Jahr und nehmt das wahrscheinlich als Anspruch, genau diese Titelverteidigung auch in den nächsten Jahren ins Visier zu nehmen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund quasi, also es gibt immer so einen Kampf, größter Triathlon, Noosa in Australien und wir behaupten beide, wir sind die Größten, wir sind es tatsächlich. wahrscheinlich jetzt wenig da, die irgendwas dagegen sprechen können. Ich bin ja auch nur einer von vielen da und darf dem vorstehen, und zwar seit 18 oder im 18. Jahr jetzt. Und es ist ein super Event. Und für mich ist das Spezielle an dem Event einfach die Kombination. Also wir haben 10.000 Age-Grouper, wir haben einen Kindertriathlon,
der Woche zuvor. Wir haben Profis, die wirklich super Sport machen. Wir haben jetzt im fünften Jahr hintereinander die Relay, die Mixed Team Relay WM, die quasi am Sonntag unglaublich ist. Wir haben seit, glaube ich, 2003 durchgehend eine Live-Übertragung, die hier auch von Kollegen vom HR, aber auch vom ZDF gemacht wird, Tag für Tag. Das zeigt auch, wie toll das Event ist. Und ja, runde Sache, also wer immer noch nicht da war, ich weiß, es ist weit weg von Frankfurt, aber sollte man mal hingehen. Du wohnst da auch. Ich wohne auch. Wer war von euch schon mal in Hamburg? Mal die Hände hoch, wer ist in Hamburg schon mal gestartet? Oh, das sind eine Menge. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt Lust auch nächstes Jahr zu haben. Die Anmeldung geht schon, ne? Anmeldung ist auf, aber es ist nicht mehr viel da. Oh, okay, also, dann müssen wir uns beeilen. Bei 87% habe ich heute Morgen gesehen. 87%, na denn. Wir drücken die Daumen, gratulieren nochmal, das ist der Applaus für das Rennen in Hamburg. Sieger 2018 Dankeschön. Bei der Kurzdistanz ja, und Sprint. Warte. So, da gibt es natürlich noch ein schönes Erinnerungsfoto. Wo sollen wir? Hier auf dem mit Pokal. Und wir widmen uns dabei der nächsten Kategorie. Wir steigern uns von der Distanz her. Wir waren bei der Kurzdistanz. Das nächste ist die Mitteldistanz. Und auch da können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass wir in Deutschland so viele tolle Rennen haben. Hier sind die Top Ten. Meine Damen und Herren, hier sind die Plätze 10 bis 4 in der Kategorie Mitteldistanz des Jahres 2018. Auch auf der Mitteldistanz dabei. Der Chiemsee-Triathlon landet auf Platz 10. Ihn gibt es nur alle zwei Jahre. Der Berlin-Man finisht als 9. Es geht nach Österreich. Die Challenge Walchsee landet auf dem 8. Platz. Davor ein Rennen aus der gleichen Family. Platz 7 für die Challenge Heilbronn. Auf Platz 6 ein Wiederholungstäter. Ingolstadt schafft es nach der Kurz auch auf der Mitteldistanz in die Top 10. Platz 5 geht an die Ostsee für die 4. Auflage des Ironman 70.3 Rügen. Wir kommen zu Platz 4 und damit zur Mitteldistanz des Frankfurt City Triathlons. Und hier sind sie, die drei besten Rennen des Jahres 2018 auf der Mitteldistanz. Viele sagen, das war das hochklassigste Männerrennen aller Zeiten bei der Ironman 70.3 World Championship 2018 in Südafrika. Das Duell Frodeno gegen Lange als Krönung. Der Ironman 70.3 Kraichgau ist ein echter Klassiker und auch für 2019 längst ausgebucht. Hart, härter Allgäu. Der älteste bestehende Triathlon Deutschlands startet jedes Jahr in Immenstadt. Kann sich der Klassiker gegen die großen Marken auch in Ihrem Ranking behaupten? Also ich glaube wirklich drei tolle Rennen, die es alle verdient hätten. Wirklich Allgäu, klasse, natürlich das Kraichgau auch klasse. Und dementsprechend sind wir jetzt sehr gespannt, wer es da geschafft hat. Und die WM, das war für viele wirklich auch in der Redaktion, glaube ich, durchaus überraschend. Ja, absolut. Dass sie also ein nicht deutsches Rennen, eben die Ironman 70.3 WM in Südafrika, unter den Top 3 war und ist. Gewonnen hat über die Mitteldistanz 2018 der Ironman 70.3 Kraichgau. Herzlichen Glückwunsch. Man muss wirklich sagen, das war auch eine hauchzarte Entscheidung, wenn ich mal hier auf die Prozente gucke. 14% Kraichgau, 12,5% die WM in Südafrika und 12% Allgäu-Triathlon. Also das war richtig eng und wir freuen uns sehr, einen der Renndirektoren aus dem Hause Ironman hier zu haben. Herzlich willkommen, hier ist Mike Matthias. Oh, lieber. Mike, gratuliere dir, euer Preis. So, hier, schnapp dir das Mikrofon. Okay. Ich glaube, deine erste Danksage in deinem Leben. Ne? Das Aber ich muss gerade dazu sagen, er ist die Treppe hochgekommen, er ist gerade ein Ultra gelaufen. Wie weit war das? 52 Kilometer. Boah, das ist schon ein bisschen was her, zwei Wochen, also ich bin schon wieder regeneriert, einigermaßen. 52 Kilometer, gut. Also ganz so lange muss man im Kraichgau Gott sei Dank nicht das Ganze absolvieren. Wir haben schon gehört, das Rennen ist für 2019 eh schon ausgebucht und trotzdem, irgendwas muss ja das Geheimnis sein, warum alle sagen, das Land der 1000 Hügel muss man als Triathlet besucht haben. Was ist deine Erklärung? Also ich denke, das Besondere an dem Rennen ist einfach, wie das Rennen von Anfang an gelebt und aufgebaut wurde. Ich denke, da hat Björn Steinmetz vom ersten Tag an auch wirklich einen tollen Job gemacht und ist dafür hauptverantwortlich, dass seit fast 15 Jahren das Rennen halt stetig extrem beliebt ist. Ja. Und wie viele starten jetzt eigentlich da? Wie viele Start habt ihr? Wir haben
Ich muss ein bisschen lügen. Bei dem 50 on 50 weiß ich nicht, wir sind über 3000 Athleten auf allen Distanzen insgesamt. Ich müsste jetzt lügen, wie viel auf der 50-on-50-Distanz, aber wir sind weit über 2000 auf dem 70-3. Und ihr habt die Bundesliga auch zu Gast in den letzten Jahren gehabt. Es ist ein Wochenende, Anfang Juni meistens, was sich richtig rockt. Wer da noch nicht dabei war, herzliche Einladung und nochmal Gratulation. Das sind die Sieger über die Mitteldistanz. Der Ironman 70.3 im Kraichgau. Das kriegen wir jetzt. Wir machen das Foto. So, hier, euer Preis. So, nicht zu geizig sein im Applaus, denn ich finde, all diese Rennen haben es verdient, denn wir kommen jetzt direkt schon zur nächsten Kategorie. Ja, gratuliere nochmal. Und zwar die Langdistanz. Da gibt es auch in diesem Jahr, glaube ich, wirklich viele Rennen, kuriose Rennen, die auch dabei waren. Absolut. Wir erinnern uns beispielsweise an Hamburg. Manchmal ist auch ein Triathlon, Duathlon. Also es gab alles. Und wir gucken mal, wie die Leser und Leserinnen abgestimmt haben. 40.000 haben mitgemacht. Das sind die Top 10. Meine Damen und Herren, Sie haben gewählt. Und hier sind die Plätze 10 bis 4 in der Kategorie Langdistanz des Jahres 2018. Platz 10 geht an den Klassiker der Niederlande, an die Challenge Almere Amsterdam. Klein, aber fein. Der Schloss-Triathlon in Moritzburg landet auf dem 9. Platz. Es geht in die Schweiz, Platz 8 für den Ironman Switzerland in Zürich. Pfeilschnell auf Platz 7 bei den beliebtesten Langdistanzen, der Ironman Barcelona. Der Klassiker am Wörthersee, Platz 6 für den Ironman Klagenfurt. Vom Süden in den Norden und auf Platz 5 der Ostseeman in Glücksburg. Ein unfreiwilliger Duathlon landet auf Platz 4, der Ironman Hamburg. Meine Damen und Herren, hier sind die drei beliebtesten Langdistanzen des Jahres 2018. Jubelstimmung im Frankenland. Darf die Delegation der Challenge Rot heute Abend erneut über den Triathlon Award jubeln? Dieses Rennen ist weitaus mehr als nur die Qualifikation für die WM auf Hawaii. Die Ironman Europameisterschaft in Frankfurt. Zum 5. Mal in Folge wird ein deutscher Weltmeister beim berühmtesten Triathlon der Welt, dem Ironman auf Hawaii. Drei tolle Rennen und wir haben ja bei dieser Kategorie tatsächlich bislang ein Alleinstellungsmerkmal bislang gehabt. Es hat, glaube ich, bislang immer das Frankenland gejubelt, richtig? Ja, ja. Die haben gepostet, dass sie noch Platz auf ihrem Tisch haben. Aha, na gut. Da wollen wir mal gucken, ob das Ganze wieder so endet. Also, die Top 3 haben wir gesehen. Gewinner und damit Sieger in der Kategorie Langdistanz des Jahres 2018 ist die Challenge Rot. Wir halten die Tradition bei, es wird so lange geklatscht, bis sie oben sind. Hier sind die Familie Weißhöfer. Alice, gratuliere. Du weißt schon, wie schwer es ist. Felix, Gratulation. Gratuliere euch. Gratulation. Es geht so weiter. Also es ist eine Erfolgsgeschichte, nehmt gerne das Mikrofon, wo wir wirklich sagen, wow, Respekt. Weil auch da gilt, hochkommen, das können viele, aber oben bleiben. Das ist die große Kunst. Und die habt ihr, zum wievielten Mal ist es jetzt? Zum 8. Mal, glaube ich. Zum 8. Mal. Ja. 8 Mal in Serie. Ihr habt eben gesagt, wir haben noch ein bisschen Platz und trotzdem, glaube ich, so ein bisschen Demut ist wahrscheinlich auch dabei. Ja, wenn man so oft diese Kategorie gewinnt, fährt man tatsächlich auch mit gemischten Gefühlen hierher, weil es natürlich nicht leichter wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept von Rot, dass wir uns einfach jedes Jahr was Neues einfallen lassen. Dieses Jahr haben wir komplett den Festplatz umgebaut, die Stadthalle wurde Gott sei Dank endlich abgerissen, Stadion haben wir ein bisschen gebaut. Ja, es war eine große Diskussion in Rot und Gott sei Dank ist diese alte Rumpel endlich weg. Wir haben mehr Platz, konnten jetzt noch mal ganz neu planen. Die neue Laufstrecke ist extrem gut angekommen und so versuchen wir uns jedes Jahr ein bisschen was Neues einfallen zu lassen. Also für 2019 wird schon eine Menge geplant. Ich glaube, die Frage nach den Startplätzen hat sich nach wie vielen Sekunden meistens erledigt? Nach 60 Sekunden meistens, ja. Nach 60 Sekunden Ausverkauf. Wie viele Plätze habt ihr? Gut 3.000, ne? Oder so? Wir haben so 3.000, steigern das auch nicht
weil sonst die Qualität leiden würde, ja. So, jetzt fragen wir, ich darf den Begriff nutzen, weil ich weiß, dass der Sohnemann es immer nutzt, dass Mutti immer so viel richtig macht. Ne? Das heißt immer wirklich, ohne sie läuft das Ganze nicht. Aber umgekehrt, wie gut macht denn die nachfolgende Generation das Ganze, dass diese Erfolgsgeschichte, die der Papa ja mit geprägt hat, auch so weitergeht? Nee, also die machen das beide sehr gut. Bin ich sehr zufrieden. Wir kommen die Note 1. Ja. Nee, also ich ziehe mich auch so langsam zurück. Ich schaffe es zwar noch nicht ganz, aber es wird etwas weniger. Bin ich auch froh drum. Und nee, es läuft alles wunderbar. Dann bitte genau damit so weitermachen. Ich bin mal gespannt, wie oft wir uns noch sehen, vielleicht hier auf dieser Bühne. Toi, 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 bleibt weiter so mit Leidenschaft dabei. Das ist die Challenge Rot, die Langdistanz des Jahres 2018. Vielen Dank. So, wir müssen ein Foto machen. Jetzt kommen wir zu einer besonderen Wahl, denn jetzt sind wir weg von dem Rennen oder von den Rennen und kommen zu den Persönlichkeiten. Wir kommen gleich noch zur Kategorie der Männer und natürlich auch der Frauen. Aber wir haben in diesem Jahr aufgerufen, die Top-Aufsteiger zu wählen. Da gab es insgesamt acht Kandidaten gab es. Und die Top 3, die übrig geblieben sind, das sind die. Meine Damen und Herren, das sind die Kandidaten für den Titel Aufsteiger des Jahres 2018. Ladies first, Annalena Pohl stand in dieser Saison bei der Mitteldistanz in Erlangen und der Olympischen Distanz in Erding ganz oben auf dem Treppchen. Beim Ironman 70.3 Zell am See schaffte es die 28-Jährige auf Platz 6. Beim Ironman 70.3 Rügen schaffte Florian Angert die Sensation. Er gewann vor Weltmeister Patrick Lange. Für Angert der zweite Sieg über die Mitteldistanz nach seinem Triumph beim Ironman 70.3 Jörn Köping. Außerdem überraschte der 26-Jährige mit seinem dritten Platz bei The Championship in Samorin. Er ist der jüngste Hoffnungsträger. Der 21-jährige Münchner Frederik Funk holte sich in Ingolstadt den deutschen Meistertitel über die Mitteldistanz. Bei der Challenge Walchsee schaffte er es auf Platz 2. Nur Sebastian Kiele war schneller. Auch große Leistung, die wir da gesehen haben, unter anderem eben den Weltmeister auch geschlagen. Noch der Nachtrag übrigens zur Langdistanz, weil eben uns jemand gefragt hat, Mensch, wer war Zweiter, Dritter? Zweiter war, jetzt, ich habe es dir gerade gesagt, Hadi. Zweiter war mit 20% die Weltmeisterschaft und ganz knapp einen Punkt dahinter, dann Frankfurt also auf Platz 3. Da wollen vielleicht auch die drei Kandidaten, die wir gerade gesehen haben, irgendwann mal hin zu den großen Rennen über die Langdistanz. Jetzt erst einmal sind sie unsere drei Kandidaten für die Aufsteiger des Jahres. Und auch das war eine knappe Entscheidung. Der Aufsteiger des Jahres 2018 ist Frederik Funk. Knapp vor Florian Angert und knapp dahinter dann Annalena Pohl. Gratuliere, du weißt, welcher schon gestanden hat. Ja. So, dein Preis. Danke. Gratulation. Respekt, also ich kenne dich auch nur im Rennanzug. Das ist ja hier wie bei der Konfirmation so ungefähr, also Respekt. Es ist auch noch mein Anzug vom Abiball tatsächlich. Ist der Anzug vom Abiball, ja gut. Ja, also wirklich sehr gut. Es ist ein ungewohntes Terrain, das muss man natürlich sagen. Wenn man so erfolgreich ist, dann wird man irgendwann auch geehrt. Aufsteiger des Jahres, was bedeutet das für dich? Ja, ich bin auch ein bisschen nervös jetzt. Also, nee, ist auch erstmal vielen Dank an alle, die da für mich gestimmt haben. Es freut mich wirklich und es ist echt, also ich glaube, eine größere Motivation gibt es gar nicht für die nächste Saison und die kommenden Jahre. Und man muss sagen, wir haben ja eben die Triathlon-Dynastie aus dem Frankenland gehabt. Wir wissen viele, die den Namen Funk kennen. Mensch, Mami und Papi waren ja auch nicht so schlecht. Ich glaube, Papi ist immer noch wild entschlossen in Hawaii. Der ist immer noch ganz vorne, oder? Ja, aber das ist ja Vize-Weltmeister seiner Altersklasse. Denkt man sich dann, Mensch, ich will auch mal hier, jetzt tritt mal zurück, jetzt muss auch mal der Nachwuchs ran? Oder sagst du, nee, das ist immer noch Inspiration für mich, dass die das so vorgelebt haben? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die können ja selber auch nicht aufhören. Also ich meine... sie fahren, ihr Training ist ja jeden Tag in die Arbeit zu radeln oder zu laufen und zurück und ja, das ist auf jeden Fall eine Inspiration für mich auch. Stichwort Arbeit, arbeitest du auch, hätte ich jetzt fast gefragt, also irgendwas wirst du ja nach dem Abi jetzt auch noch gemacht haben oder hast du gesagt, alles auf die Triathlon-Karte? Ich studiere Wirtschaftsinformatik in Nürnberg. Respekt, guck mal, der lernt mal was Gescheites, also das ist doch wirklich sehr löblich, aber 2019, also die Karriere wird schon vorangetrieben, wo soll es lang gehen? Und auf jeden Fall, ich habe große Pläne für 2019 und Saisonhöhepunkt wird auf jeden Fall die Challenge in Samorin sein.
Wow, dann drücken wir die Daumen. Ich glaube, den Namen sollten wir uns alle merken. Wie alt bist du nochmal? 21, ne? 21. Das ist, oh Gottes Willen, oh Mann, Respekt wirklich. Frederik Funk, der Aufsteiger des Jahres. Der hat wirklich das Triathlon-Gen in der Wiege aber schon gehabt und ist jetzt schon so viele Jahre dabei und noch so blutjung. Ich glaube, ihm gehört wirklich eine ganz große Zukunft. Kommen wir zu den etwas erfahrenen Triathletinnen, denn wir kommen jetzt zur Wahl, wer ist die Triathletin des Jahres? Meine Damen und Herren, hier sind die besten Triathletinnen des Jahres 2018. Wir beginnen mit den Plätzen 10 bis 4. Platz 10, Annalena Pohl, schwimmt allen davon und ist auch im Ziel, auf der Mitteldistanz immer weiter vorn zu finden. Auf Platz 9, Lena Meissner, verpasste bei der Sprint-EM nur hauchdünn eine Medaille. Bye bye, Yvonne van Vlerken. Zum Abschluss ihrer beeindruckenden Langdistanzkarriere landet die Niederländerin auf Platz 8. Überraschungssieg, Katharina Grohmann holt sich in Hamburg den deutschen Meistertitel über die Langdistanz. Platz 7 für die Frankfurterin. Laura Lindemann ist die Hoffnungsträgerin für Olympia. In diesem Jahr überzeugte sie mit Platz 2 in Hamburg und Platz 4 im Grand Final. Sie landet auf Platz 6. Sie führte den Ironman Hawaii lange an und die Challenge Rot noch viel länger. Lucy Charles wird Fünfte. Platz 4 geht an Daniela Semmler. Die Rotsiegerin 2018 hielt 3 Monate lang den deutschen Rekord auf der Langdistanz. Und hier kommen die besten drei. Wer holt sich die Auszeichnung als Triathletin des Jahres 2018? Daniela Rief ließ im Jahr 2018 nichts anbrennen und geht ungeschlagen in die Winterpause. Die Hawaii-Weltmeisterin und Ironman 70.3-Titelträgerin blickt auf die wohl erfolgreichste Saison ihrer Karriere zurück. Was für ein Debüt! Nach dem Verletzungsaus für Frankfurt startete Laura Philipp neu durch und gewann den Ironman Barcelona mit deutschem Rekord und Weltklasseleistung. Umstieg geglückt. Anne Haug sorgt nun auf der Langdistanz für Furore und holte sich Bronze bei der Ironman 70.3 WM und sensationell Platz 3 auf Hawaii. Drei starke Damen, 2 kommen hier aus Deutschland und eine aus der Schweiz. Und jetzt gucken wir mal, wer von den Leserinnen und Lesern gewählt wurde. 40.000 haben mitgemacht. Die Triathletin des Jahres 2018 heißt Daniela Rief. Hinter ihr wirklich auch nur durch Prozente getrennt auf Platz 2, Laura Philipp auf Platz 3, Anne Haug. Anne Haug irgendwie und Platz 3, das hat in diesem Jahr irgendwie was. Aber ich hoffe, sie ist trotzdem nicht nur zufrieden, denn man stellt fest, die Konkurrenz ist groß. Und wenn der Leser spricht, dann ist das natürlich auch eine Wahl, die wir gerne nicht nur respektieren, sondern freuen wir uns sehr für die Schweizerin, die ja im letzten Jahr hier war. Diejenigen, die letztes Jahr zu Gast waren, haben sie hier live erleben können. Heute ist sie leider nicht vor Ort, aber wir haben eine Videobotschaft von ihr und da hören wir mal rein. Ja, hallo Triathlon-Freunde aus Deutschland und alle, die für mich abgestimmt haben. Es freut mich unglaublich, dass ich erneut zur Triathletin des Jahres gewählt wurde. Vielen, vielen Dank ja, für alle, die für mich abgestimmt haben. Ich kann leider heute nicht mit euch dabei sein. Ich bin gerade zwischen Südafrika und Bahrain mal einen kurzen paar Tage zu Hause. Habe meinem Götti-Bub schon lange, lange versprochen, dass wir heute Gutsli machen. Und ja, da kann ich leider heute nicht noch zu euch fahren, nach Deutschland. Aber ich wünsche euch natürlich einen tollen Abend. Ich hoffe, ihr feiert schön. Und wir sehen uns sicher nächstes Jahr irgendwo wieder an einem Rennen. Und ja, alles Gute und vielen, vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Ja. Jetzt muss der. Was wollt ihr machen? Burzli machen? Oder ja, jetzt muss der Redakteur einspringen. Göttibub heißt Patenjunge. Nochmal, Göttibub heißt was? Ein Patenjunge. Sie ist Patentante von einem kleinen Jungen. Ah, okay, genau. Gut. So haben wir doch alle wieder was dazugelernt, auch in Sachen Schweizerdeutsch sozusagen. Genau. Wie gesagt, wir werden ihr den Pokal nicht nur schicken, sondern persönlich vorbeibringen und sagen nochmal Gratulation. Ich finde, das gibt nochmal einen großen Applaus. Denn sie ist die Königin von Kona. Hier ist Daniela Rief und ihr Pokal. So, kommen wir zu den Herren der Schöpfung. Hier sind die Top Ten.
Hier sind die besten Triathleten des Jahres 2018. Los geht es mit den Plätzen 10 bis 4. Das Comeback des Jahres. Tim Don meldet sich nach dem Horrorcrash von Kona zurück in der Weltspitze. Die deutschen Fans wählen ihn auf Platz 10. Platz 9 geht an Andy Dreitz. Platz 2 in Rot und Platz 13 auf Hawaii sind seine Highlights des Jahres 2018. Von ihm werden wir noch viel hören. Franz Löschke verpasst den Sieg und die Hawaii-Quali in Barcelona nur hauchdünn. Sie wählen ihn auf Platz 8. Der Weltmeister auf der Kurzdistanz, der Spanier Mario Mola, landet in ihrem Ranking auf Platz 7. Platz 6 geht an eine Nachwuchshoffnung. Yannick Schaufler wurde zum Saisonende Vize-Europameister der U23. Auf Platz 5, Markus Herbst sorgt auf der Mitteldistanz für Aufsehen. Auch er gilt als Hoffnungsträger für die Zukunft. Kann er in die Fußstapfen der großen Namen treten? Frederik Funk landet auf Platz 4 im Gesamtklassement. Meine Damen und Herren, diese drei Triathleten sind ihre Favoriten des Jahres 2018. Mission Titelverteidigung geglückt. Patrick Lange gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Ironman Hawaii und bleibt als erster Mensch in Kona unter der 8-Stunden-Marke. Jan Frodeno. Bis September lief seine Saison perfekt, doch dann kam das Verletzungsaus für Kona. Doch sein 70.3 Weltmeistertitel in Südafrika geht als eine der größten Leistungen in die Triathlon-Geschichte ein. Sebastian Kienle dominiert die Challenge Rot. Was für eine Show im Frankenland. Doch beim großen Finale auf Hawaii streikt zuerst die Schaltung, später die Achillessehne. Also bevor wir jetzt zur Auflösung kommen, ich glaube, wir können wirklich stolz sein, dass wir in Deutschland drei solche Triathleten haben. Darum schon mal einen großen Applaus. Ich glaube, die sind alle würdige Preisträger. So, wer ist Triathlet des Jahres? Die Auflösung. Triathlet des Jahres 2018 bei den Herren ist Jan Frodeno. Jan Frodeno vor Patrick Lange und vor Sebastian Kienle. Das ist die Top 3. Das ist sicherlich auch für viele eine kleine Überraschung, aber die Leser haben natürlich auch das ganze Jahr mitgesehen und man muss sagen, auch der Jan hat ein großartiges Jahr erwischt, mit Ausnahme selbstverständlich Hawaii. Auch er ist weit weg. Ich meine, bei Daniela sah es gerade aus, wenn die im Dschungel irgendwo gewesen wäre. Tatsächlich, Jan Frodeno ist auch weit weg, ist in Südafrika derzeit, aber er hat uns auch einen netten Gruß geschickt und so hört er sich an. Ja, hallo, servus und einen lieben Gruß nach Darmstadt. Mega. Ich freue mich riesig. Ganz ehrlich, eine Riesenehre. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre dabei und muss sagen, in so einem emotionalen Jahr bin ich wirklich berührt, für diesen tollen Preis von euch zu erhalten. Es war ein Jahr mit allen Höhen und allen Tiefen nach der Vorgeschichte Hawaii 2017. Dann das Jahr meines Lebens 2018 und kurz vorher dann doch, kurz vor Hawaii absagen zu müssen. Ganz, ganz schwere Situation und da muss ich sagen, ich bin einfach überwältigt, überrascht, total geschockt. Krass, ihr seid die Besten, ich danke euch vielmals. Weil ich damit ganz und gar nicht gerechnet habe, bin ich mit meiner Familie hier in Südafrika, wo alles angefangen hat. Hier hinten steht ein Fußballstadion, das 2010 Kapstadt mit berühmt gemacht hat, beziehungsweise ein weiterer ikonischer Meilenstein dieser Stadt ist. Da habe ich damals angefangen, da war es eine kleine verrotzte Grasbahn, auf der ich mir Blasen gelaufen habe. Und da bin ich meine ersten Tausender gelaufen. Und so bin ich jetzt mit meiner Familie hier, sozusagen an der Ursprungsstätte, hinter uns der Tafelberg. Mein Sohn ist gestern zum ersten Mal auf den Löwenkopf gewandert und die Abenteuer sehen inzwischen etwas entspannter aus.
Aber ganz ehrlich, müssen die drei so oft in der Saison auf mich verzichten, dass ich es auch kurzfristig ihnen echt nicht zumuten wollte, mit euch zu feiern, beziehungsweise jetzt nach Deutschland zu fliegen für ein paar Tage. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich möchte es gut machen und werde aus dem Grund in der kommenden Saison deutlich häufiger in Deutschland starten. Die Jungs von Ironman wissen zwar nichts von ihrem Glück, aber wenn sie mir einen Startplatz geben, würde ich nach Frankfurt kommen, in der Hoffnung, vielleicht auch einen Patrick und einen Sebi und ein paar andere zu sehen. Wir haben so eine Mega-Szene momentan und ich glaube, wir haben ein paar tolle Rennen, auf die wir uns freuen können. Es sind ja auch noch ein paar andere kleinere Rennen in Deutschland, die ich auch anpeile. Und vielleicht können wir da das eine oder ein andere alkoholfreie Feierabendbier nachholen. Heute Abend habe ich meinen besten Kumpel und denjenigen, der diese Reise mit mir auf sich genommen hat, den Felix zu euch geschickt. Vielleicht kennt ihr ihn, Felix Rüdiger. Viele meiner Bilder und meiner sozialen Medien sind von ihm gestaltet. Und wir sind seit Jahren beste Kumpels in dieser verrückten Reise in der Triathlon-Welt. Und insofern habe ich ihn als würdigen Vertreter geschickt. Ausdauersportler bin ich nämlich. Aber heute Abend, kann ich euch versprechen, hat er definitiv mehr Ausdauer als ich. Und wird mit euch schön feiern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Genießt es. Und ja, tausend Dank. Ich bin geschockt und wirklich sehr, sehr dankbar. Liebe Grüße aus Südafrika, euer Frodo. Na, da waren noch ein paar Informationen mit dabei. Und jetzt holen wir erstmal den Mann, seinen besten Freund nach oben, seinen Manager und der eine Menge auch im Hintergrund dafür beigetragen hat, dass er seit Jahren eine große Ikone unserer Sportart ist. Hier ist unser Applaus für Felix Rüdiger. Gratulation. Euer Preis. Felix, erstmal Gratulation natürlich, ein toller Preis. Ich meine, er hat dich ja hier, also Busenfreund hätte ich ja fast gesagt. Das ist ja wirklich eine Hommage gewesen an dich. Seit wann kennt ihr euch? Kennen seit 2004 oder 2003. 2003, damals noch als Konkurrenten in gewisser Weise. Da war ich selber noch aktiv und konnten uns wie viele gute oder beste Freunde anfangs gar nicht leiden. Gut, womit wir ja auch beim Thema werden, denn wir sind ja gleich noch bei einer Frage da ein bisschen gestolpert, das ging so im Applaus unter. Ich meine, er hat ja einfach mal gesagt, wir starten in Frankfurt, was war das manchmal in den letzten Jahren für ein, wo starten die Top 3 oder eben die Top 5 der deutschen Triathleten? Er hat gesagt, wir starten auf jeden Fall in Frankfurt, das ist ja nochmal eine Ansage, aber danach hat er auch gesagt, wäre doch klasse, wenn wir da auf Patrick und auf Sebi treffen würden, oder habe ich das falsch verstanden? Das war doch die Sache. Die Ansage. Das war die Ansage. Gut, dass wir doch hier ein paar da haben. Da gehen wir doch mal runter und meine journalistische Pflicht ist es doch, solchen Sachen nachzugehen. So, jetzt kommen wir mal an den Tisch von Patrick Lange. Ja, der guckt und der freut sich schon sehr, dass ich komme. Das sehe ich schon. Patrick, Mensch, da oben war eben dein größter Konkurrent, zumindest in den letzten Jahren. Er hat gesagt, er würde gern ein Rennen gegen dich bestreiten in Frankfurt. Er ist dabei. Du auch? Also erstmal möchte ich mich bei den ganzen Leuten bedanken, die mich auf den zweiten Platz gewählt haben. Und möchte einfach natürlich auch in dem Zuge ihm ganz herzlich gratulieren, weil er hat sich einfach verdient. Er war diese Saison das Maß der Dinge. Und nächstes Jahr freue ich mich auf jeden Fall auf ein schönes Rennen in Frankfurt, würde ich sagen. Bam. Also, der sagt schon mal zu. Gratulation. Das heißt, Jan Frodeno ist dabei, Patrick Lange ist dabei, warte mal, Sebi haben wir heute nicht, aber wir haben ja seinen neuen Trainer, warte mal, der war es irgendwo hier vorne, Sportskamerad Seib, genau, Philipp Seib, auch der kriegt erstmal einen Applaus, auch Trainer ja von Laura Philipp unter anderem. Ich sehe schon, auch du guckst so ein bisschen bescheiden und denkst, oh Gott, was will denn der dicke Mann jetzt von mir? Aber ich frage auch dich journalistisch wertvoll, Jan Frodeno startet in Frankfurt, Patrick Lange startet in Frankfurt, startet auch Sebastian Kienle in Frankfurt? Ich habe mit ihm noch nicht darüber gesprochen, aber wenn ich ihm das per SMS schreibe und er hier nur Dritter geworden ist und wer den Sebi kennt, schätze ich mal, dass er sich das nicht entgehen lässt, den beiden zumindest alles aufzubieten, was geht. Und ja,
dritter Platz jetzt bei der Publikumslieblingswahl ist sicherlich auch nicht Sebis Anspruch. Also von daher denke ich, vielleicht könnte es was werden. Und das sehen wir als Ja. Ich kann das nicht zusagen, das ist ganz klar, aber... Du bist der Trainer, du bist der Chef. Also ein Sieg in Frankfurt fehlt mir als Trainer natürlich auch. So, also, da haben wir das doch auch. Also, nochmal zusammengefasst, nächstes Jahr in Frankfurt sollten wir uns alle Zeit nehmen. Patrick Lange startet, Jan Frodeno startet und Sebastian Kienle startet sehr, sehr wahrscheinlich, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Jetzt wäre doch nur schön, wenn wir das dem Jan sagen könnten. Aber der ist ja in Südafrika. Wenn der uns hören könnte, das wäre klasse. Wir versuchen es mal. Hallo Jan. Jo, hi, servus. Schönen Gruß nach Langen. Hallo Jan Frodeno, das ist dein Applaus aus Südafrika. Vielen, vielen, vielen Dank. Jan, wir sind hier in kuscheliger Runde zusammen und feiern eine große Triathlon-Party. Erstmal Gratulation nochmal, dass du den Preis gewonnen hast. Du hast eine Ansage gemacht. Hättest du mit der Antwort jetzt auch gerechnet? Ja, ich meine, ich hoffe natürlich, dass es eintrifft. Wir haben irgendwie, glaube ich, ein ganz tolles Triathlon-Team momentan in Deutschland und ich würde mich freuen, wenn das klappt. Wir können dir sagen, es klappt. Also Patrick Lange hat gesagt, er ist dabei, Sebastian Kienle auch. Ich habe übrigens vor... Wir haben jetzt aufgerundet, also von 90% Wahrscheinlichkeit aufgerundet. Und ich habe auch noch gelesen, ich weiß nicht, Jan, ob du darüber was weißt, ich habe irgendwo ein Zitat gefunden, Lionel Sanders hat gesagt, er will nach Frankfurt kommen, um den Deutschen den Arsch zu versohlen. Ich gebe nur wieder. Wäre das auch in deiner Planung? Hättest du auch nichts dagegen, wenn der auch noch mit dabei wäre? Wenn der kommt, wäre alles perfekt. Also er ist herzlich willkommen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das Ende des Jahres vielleicht so am Einhieb kriegen. Er klingt ein bisschen geschockt, habe ich den Eindruck. Auf dieser Aber gut. Jan, wir freuen uns wirklich sehr, auch dass du so spät am Abend noch Lust hast, mit uns zu telefonieren. Ich hoffe, der Familie und so, alles sonst gut. Ja, alles wunderbar. Meine kleine Tochter ist gerade hier am Schreien, insofern bin ich eh noch wach, aber... vielleicht auch noch ganz kurz persönlich einen ganz fetten Dank an alle, die für mich gewählt haben. Ich habe mich wirklich wie ein kleiner Seekönig gefreut und tue es auch immer noch. Insofern einen lieben Gruß in die Heimat und feiert schön. Dankeschön. Das ist der Gruß zurück. Unser Applaus für Jan Frodeno. Felix, dir auch vielen Dank. Mach noch ein schönes Erinnerungsfoto. Genau. Und wir holen ein kleines Podest, hätte ich jetzt fast gesagt, einen kleinen Tisch mal mit nach vorne. So, guck mal, da zwei helfende Damen, jetzt sehen Sie mal, was wir hier für Fachkräfte okay, haben. Die kriegen auch mal einen großen Applaus. Unter anderem, guck mal, wenn der Tisch durchpasst. Das ja, ja. Vielen Dank, die Damen. Ja, die junge Dame links übrigens, das ist die Tochter einer Preisträgerin, zu dem Preis wir jetzt kommen, nämlich der Lifetime Award. Es ist ein Traditionspreis mittlerweile auch. Es haben viele Prominente, unter anderem die Mama der jungen Dame, die gerade da war, nämlich Nicole Leder mal gewonnen. Thomas Hellriegel zum Beispiel hat ihn gewonnen. Thomas ist, glaube ich, auch heute hier. Thomas Hellriegel, wo ist er? Einmal kurz aufstehen, damit wir ihn sehen. Da ist er. Hawaii-Sieger werden immer besonders, oh, bei Dave Scott gleich. Also mal hätte ich fast gesagt, Dave Scott. Bei Mark Allen hat er sich bei seinem früheren Konkurrenten, ich habe, glaube ich, gehört, du hast gewonnen 95, als er sein letztes Rennen da gemacht hat, richtig? Guck mal, so sieht man sich wieder. Also einen großen Applaus für den Hawaii-Sieger 95, Thomas Hellriegel. Und wenn wir schon bei prominenten Gästen sind, bevor wir jetzt zum Lifetime Award kommen, also wenn man sich hier so umschaut, vielleicht ist dem einen oder anderen auch aufgefallen, heute ist einfach so als Gast mit ihrem Mann hergekommen, auch Natascha Bartmann. Die hat 7-mal Hawaii gewonnen. Und auch sie ist wirklich eine, auf die wir wirklich stolz sind, dass sie heute hier im Raum ist. Vielen, vielen Dank dafür, Natascha. Auch da kurz die Frage, Natascha, wo bist du? Damit wir auch wissen, wo nachher die Selfies dann noch gemacht werden. Da hinten irgendwo. Sie ist ja schüchtern. Da ist sie. Natascha, guck mal, das ist dein Applaus nochmal. Schön, dass du da bist. So, und wir hauen hier die Weltmeister einer nach dem anderen quasi auf die Bühne. Fehlt uns noch einer, der jetzt die Laudatio halten wird für den Lifetime Award. Wir haben vorhin gehört, sein neuer Spitzname ist Bundesberti. Hier ist der Sieger des Jahres 2005 beim Ironman auf Hawaii. Hier ist der Trainer von Patrick Lange und der neue Bundesberti. Hier ist Fares Al-Sultan. Herzlich willkommen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Triathlon-Freunde, um dem Sport einen Dienst zu erweisen, kann man als Athlet andere inspirieren. Man kann als Trainer andere anleiten und motivieren. Man kann als Funktionär im Ehrenamt seine Freizeit oder hauptamtlich seine Arbeitskraft dem Sport zur Verfügung stellen. Man kann aber auch einen anderen Weg wählen, wenn man sportbegeistert ist. Die Sportbegeisterung hat diesen Mann auf fast alle Olympischen Spiele seit 1960 getrieben und auf unzählige Hawaii-Besuche. Sie hat ihn dazu veranlasst, den Sport zu nutzen und gleichzeitig seinen Stellenwert zu erhöhen. Er fördert den Triathlon-Sport seit fast 20 Jahren und hat Wettkämpfe, Altersklassenathleten und Profis unterstützt und hat mit der kraftvollen Außendarstellung seiner Marke großen Anteil am Aufstieg des Triathlonsports. Er ist der Heimat verbunden, ohne sich vernünftigen Neuerungen zu verschließen und verkörpert das viel zitierte "Mir san mir" wie kaum ein anderer. Seine geschickte Strategie, die kluge Auswahl seiner Mitarbeiter und sein unverwechselbares Aussehen haben ihn zu einer Ikone, seine Stadt bekannt gemacht und sein Produkt ist im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Prost! Der Preis für das Lebenswerk geht an den Eigentümer des Erdinger Weißbräu, Werner Brombach. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ich denke, tolle Worte, die Faris Al-Sultan, ja einer Ihrer Athleten auch aus früheren Jahren, jetzt ja unser Bundestrainer, da gesagt hat. Er hat schon vieles angesprochen. Sie haben eine Leidenschaft für den Sport und zwar nicht nur für Triathlon, sondern eben für den Sport allgemein. Ich glaube, man kann fast sagen, seit über einem halben Jahrhundert, oder? Wann ging es los? Eigentlich in der Schulzeit schon. Und vor allem also nach meinem Abitur, 1960 war ich das erste Mal bei den Olympischen Spielen in Rom und da war Deutschland hervorragend vertreten, war ein großes Erlebnis. Wir waren etwas sparsam im VW auf den Landstraßen nach Rom und übernachtet in einem Zelt mit einem Schulfreund. Und, aber es war das Stadion war, werde ich nie vergessen. Mit diesen tollen Kämpfen, also eine Riesenleistung, vor allem der deutschen Mannschaft. Und wenn man als Schüler natürlich nicht so tolle Leistungen verbringen kann, aber man nimmt das als Vorbild und sagt, Mensch, was die Tolles leisten und hat dann auch besondere Freude dran. Das war der Anfang, 1960. Wer im Saal ist auch in Rom gewesen, 1960? Ich glaube, die wenigsten, muss man sagen. Da haben sie schon Pionierarbeit geleistet. Da war von Triathlon übrigens noch weit, überhaupt noch nichts zu spüren auf diesem Planeten. Und irgendwann kam dann der Triathlon, das war ja Ende der 70er Jahre dann, ging das Ganze mit dem Triathlon los. Wann sind Sie auf diese Sportart aufmerksam geworden? Und viel wichtiger noch, warum haben Sie gesagt, die will ich unterstützen? Also, das waren also meine Leute im Marketingbereich, die also den Triathlon schon verfolgt haben und mir das vorgeschlagen haben. Wir gesagt, ja, das klingt ganz gut. Und ich habe dann in Hawaii, achtmal war ich an der Strecke gestanden und erst einmal erkannt, was das für eine extreme Leistung ist. Der Extremsport Nummer 1, das sage ich mal
jeder Diskussion. Und mein Gott, dann haben wir ja natürlich Thun Paris dann am 205 den ersten gewonnen aus unserem Team heraus. Und das war natürlich schon eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Und ich meine, wir haben es ja jetzt gemerkt, dass wir mit dem Sieg von Patrick Lange, was der Triathlon heute in Deutschland schon eine Bedeutung hat. Jahrelang war der Triathlon etwas schwach beobachtet von den Zuschauern. Das ist ja für uns auch sehr wichtig, weil der Triathlon natürlich im Vergleich zum Biathlon, da sind wir ja auch sehr stark vertreten. Das wurde ja früher oft verwechselt. Ne? Die ersten Jahre, können sich viele erinnern, haben die noch gesagt, die Triathlon gemacht haben, wo habt ihr euer Gewehr? So, da sind wir schon drüber weg. Sie haben sich für beide Sportarten engagiert. Ja, sicher. Weil Biathlon natürlich in unserer Begebung, also vor allem in den Bergen und so weiter, sehr nahe uns ist. Und wir haben dann auch sehr schnell erkannt, dass Biathlon zum Beispiel natürlich unheimliche Zuschauerzahlen ansieht. Und zwar eigenartigerweise im Norden mehr wie im Süden. Da sieht man relativ selten Biathleten im Norden langflitzen, aber das Interesse ist da vorhanden. Beim Triathlon eben haben Sie auch dann die ersten Erfolge feiern können. Sie haben es eben erwähnt, Sie waren 8-mal auf Hawaii. Was hat Ihnen dieses Jahr bedeutet und auch der Erfolg plus Streckenrekord und natürlich diese Riesenaufmerksamkeit für Ihren Athleten Patrick Lange? Das war eine Sensation und also ich konnte nur sagen, also der Patrick hat Unheimliches geleistet. Ich war an der Strecke gestanden, habe ihm am Schluss zugerufen, das packst du und so weiter. Und der Anhänger, die hinter mir standen, die haben gesagt, der Mensch ist eine Maschine. Und wenn Sie ihm zugerufen haben, das packst du, hat er im Ziel dann gesagt, ich pack den mal so ungefähr. Also wir haben uns erst erschrocken, haben gedacht, wirkt er ihn jetzt? Aber ich glaube, es ist eine Freundschaftsbekundung gewesen und war für Sie wahrscheinlich auch ein Moment, den Sie so schnell nicht vergessen werden. Ja, sicher. Er hat Folgendes gesagt, also dass durch meine Unterstützung es erst möglich gewesen ist, das ist ein bisschen übertrieben, Patrick, weil die Leistung... Ja, er ist noch jung, ja. Die Leistung hast du verbracht, aber es war sehr nett und Sie sind ein bescheidener Mann und eben mit einem großen Herz für Triathlon. Ich glaube, jeder kennt diese blauen Bögen, wo drauf steht, ihr seid Helden. Das ist so der Claim, den man bei den Rennen dann immer sieht. Fast jeder von uns ist, glaube ich, schon mal drunter durchgelaufen. Jetzt fragen wir, das Engagement läuft ja schon sehr lange, aber Ihre Leidenschaft ist nach wie vor auch für die Zukunft ausgerichtet. Wir bleiben dieser Sportart treu? Ja, sicher. Ist sicher. Ich meine, die Realität von 2018, also von heuer, mit dem Sieg von Patrick, haben wir also einen dermaßen Werbeerfolg erzielt und das verdanken wir ihm durch seine Superleistung und dass wir, also telefonisch kriege, habe ich schon die Meldungen von meiner Marketingabteilung gekriegt, dass also die Fotos von Patrick also ungefähr auf 100 Zeitungen auf der Titelseite waren. Und dann machte das ja so super, wie er da die Brust so raus tut und dann schön. Ja, dieses Bild ging durch ganz Deutschland und wir waren alle begeistert und dann also in den Social Medias Anrufe und Einschaltungen ohne Ende. Gell? Jetzt sagen Sie nicht, Sie haben schon einen Instagram-Account, oder doch? gut, dann bin ich beruhigt. Aber tatsächlich, auch dieser neumodische Kram, aber gut, das tatsächlich ist das eine Entwicklung, die ja nicht nur Patrick Lange, sondern wir sehen hier ein Bild auch vom Erdinger Herbstfest, da sind viele Biathleten, aber auch ganz, ganz viele Triathleten, die Leders, die Relats beispielsweise, Michael Göhner natürlich auch, so viele große Namen, die wir dort erleben dürfen, auch die Mädels, Sie haben eben schon angesprochen, es gibt ja bei diesem Erdinger-Team nun im nächsten ja sicher schon Laura Philipp, schnellste Deutsche, Daniela Semmler, beide im Team, Anna Haug auch mit dabei, also aus deutscher Sicht. Werden Sie nächstes Jahr hinreisen und sagen, vielleicht gewinnt auch mal eine Frau aus Ihrem Team? Also wenn irgendwas passiert, bin ich dort. Das steht fest.
Wir hoffen, dass sie dort sein werden. Man darf das ja bei Männern sagen, sie sind, glaube ich, 78 Jahre alt mittlerweile. Das muss da auch ein Höllentrip für sie sein, da jedes Mal hinzufahren. Aber der Geist, wenn die so viel Sport machen, kann ich noch ein Flugzeug fliegen, der überwiegt hoffentlich. Jetzt sage ich noch mal eins. Ich bin 35 Jahre jetzt in Hawaii, halber Hawaiianer schon geworden. Gell? Und ich meine, dieses Jahr, muss ich sagen, wie jetzt dann 79 in ein paar Wochen, hat es mir schon ein bisschen Kraft gekostet, sich zu erholen und sich also frei zu schwimmen und auch die sportliche Betätigung, Laufen und Schwimmen und so weiter. Diesmal hat es mich ein bisschen erwischt, also sagt man auf Bayerisch. Und ich habe die letzten zwei Jahre sagen wir, einige Projekte durchziehen müssen. Ich glaube, die haben mich mehr gepackt, als ich eigentlich wahrhaben wollte. Aber das hindert mich nicht daran, dass wir nächstes Jahr wieder da sind. Das ist doch eine Kampfansage, die wir gerne mit in diesen Abend hineinnehmen. Wir kommen zum Ende. Zwei Kleinigkeiten habe ich noch. Zum einen, Faisal Sultan hat es ja eben gesagt, durch ihr markantes Aussehen. Ich meine, irgendeiner muss ihn noch mal gesagt haben, und damals gab es wahrscheinlich Marketingabteilungen noch gar nicht. Die Brille ist echt cool. Wer war das denn? Das war ich selber. Aber ich habe mit einem Brillenhersteller verhandelt und habe gesagt, ich möchte eine Brille, die ist eigentlich ganz nüchtern, die auch eben breitere Bügel hat, wie der Onassis zum Beispiel. Weil wir, wenn wir Auto fahren in Hawaii, die Sonneneinstrahlung ist ziemlich stark, dass man von der Seite auch einen gewissen Schutz hat. Ah, das ist doch fortschrittlich gedacht, muss man sagen. Und wissen Sie, was Sie haben nur eben schon gesagt, Sie sind ja auch einer, der aufs Marketing achtet. Ich habe ja vorhin, und das ist Ihnen bestimmt auch sofort aufgefallen, als wir Mark Allen da hatten, da hat er ja gesagt, bei seinem ersten Erfolg hat er kurz vor dem Ziel ein alkoholfreies Bier mitgenommen. Da habe ich gedacht, also da wären wir ja schön bescheuert, wenn wir nicht dem Mark auch mal zeigen würden, was wir hier für schönes Bier haben. Bringen Sie gleich, der sitzt ja bei Ihnen am Tisch, ihm einen Erdinger mit, und das wäre doch eine Aktion, oder? Ja, sowieso, mache ich natürlich. So einen tollen Sportler da. Ja, das ist ein großartiger Sportler. Wir sagen herzlichen Dank, Marc, zum Wohl dann, und ich hoffe, dass Sie noch beste Gesundheit haben die nächsten Jahre und Ihre Leidenschaft für diesen Sport nie verlieren, denn wir haben Ihnen viel zu verdanken. Vielen, vielen Dank. Der Lifetime Award 2018 an Werner Brombach. Wir machen noch ein Foto. Einmal auf die andere Seite. Machen Sie noch ein schönes Erinnerungsfoto da drüben. Fares, immer die Flasche mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Das ist sonst. Fares, so. Müssen einmal rüber. Ja, einmal hier rüber. Also Lifetime Award 2018. Sympathischer Mann, der wirklich, und ich glaube, da spreche ich im Namen von uns allen, eine Menge dafür getan hat, als dieser Sport noch relativ klein war und an ihn geglaubt hat. So, liebe Gäste. Das waren die Preisträger 2018. Wir bitten alle Preisträger, jetzt gleich zur Fotowand draußen zu kommen. Da werden wir die Erinnerungsbilder machen mit den Preisträgern 2018. Sie merken schon, Sie können gleich sitzen bleiben, denn der Nachtisch wird jetzt serviert. Und danach melden wir uns also in ein paar Minuten mit der großen Auslosung für die Tombola. Schön, dass Sie weiter da sind, und Ihnen weiter einen schönen Abend. Bis gleich, guten Appetit.